Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Heute ist Freitag, der 2. Oktober 2020. Für die, die neu eingestiegen sind hier, man findet alle meine Veranstaltungen, meine Sendungen hier dokumentiert auf meiner Website. Es sind ja inzwischen jetzt 90 mit diesem Tag und ihr findet sie unter Tanja und Bübül on Tour bei Veranstaltungen Zuflucht im Schönen. Und dann müsst ihr runterscrollen zu vergangene Veranstaltungen. Und dort findet ihr zu allen Themen Hinweise, Fotos, Zitate und wo man bei YouTube jeweils die Sendung findet. Ich setze jetzt fort von gestern meinen Bericht über diese Künstlerin Alma Del Banco. Man sieht sie hier als, ich sag mal, kässe ältere Dame mit Hut, wie ihr seht, mit einem sehr verschmitzten Lachen. Sie war eine durchaus sehr gesellige Person und ich habe ja gestern schon gesagt, dass sie sich sehr für Frauenrechte engagiert hat und eben auch diesen Frauenclub Zonta, der aus Amerika kam, zur Förderung der Künste von Frauen, von Frauen in schwierigen Lagen mitgegründet hat, aber auch die GEDOC, also die Vereinigung von Künstlern, die es heute noch gibt. Hier ist ein sehr schönes Porträt von ihr, wieder ein lesender Mensch, ein Herr aus ihrem Bekanntenkreis. Aber vor allem zeige ich jetzt auch aus diesem Umkreis der Frauen und Frauenrechtlerinnen zwei sehr schöne Porträts, die sie gemacht hat. Hier ist einmal das Porträt von Gertrud Bing. Gertrud Bing war eine der ersten Kunsthistorikerinnen im Lande. Sie hat bei Abby Warburg studiert und auch bei Ernst Cassirer Philosophie. Sie hat sehr eng mit Abby Warburg zusammengearbeitet und auch eine Monographie seines gesamten Werkes herausgegeben. Abby Warburg hatte eine Bibliothek, die nicht alphabetisch geordnet war, sondern nach Sachgebieten und nach Assoziationszusammenhängen, die er selbst erstellt hat. Das war sehr, sehr originell. Und als Gertrud Bing eben auch aufgrund ihrer jüdischen Zugehörigkeit absehen konnte, dass es sehr starke Probleme für sie geben würde, ist sie 1933 nach London ausgewandert und hat diese ganze Bibliothek mit nach London genommen und damit gerettet und dort dann auch das Abby Warburg Institut gegründet. Ich zeige noch mal das Bild. Es ist hier 1923 entstanden. Man sieht eine sehr selbstbewusste Frau mit einer großen Brille. Sie ist ja klar, sie muss ja auch viel gucken. Und man sieht eine burmesische Katze, also eine etwas exzentrische, ungewöhnliche Katze. Und man sieht hier also, dass Alma Del Banco ihre ganze Sympathie für eine starke Frau mit einem sehr offenen Blick eingebracht hat. Die andere bekannte Frauenrechtlerin, die sie porträtiert hat, war Ida Demel. Es war gerade vor ein paar Tagen Ida Demels Todestag. Auch sie, eine sehr engagierte Frau in Sachen Frauenrecht und eine große Förderin der Künste, die durch ihre erste Ehe die finanziellen Möglichkeiten hatten, das auch zu tun, die dann in zweiter Ehe den Dichter Richard Dehmel geehelicht hat, der wiederum sehr inspirierend war für die expressionistische Szene. Er hat ein Buch über ihre Beziehung geschrieben, Zwei Menschen, das wiederum Schmidt-Rottluff, Kirchner und andere sehr stark beeinflusst hat und auch inspiriert hat. Und auch Ida Demel, die man hier 1927 ja in nachdenklichem Blick, in nachdenklichem Blau, aber doch auch mit einer sehr eigenwilligen Kleidung aus dem Fenster schauen sieht oder in die Ferne. Auch sie hatte es nicht ganz leicht in ihrem Leben, war aber immer sehr engagiert und sie hat sich im September 1942, als sie gesehen hat, wie es ihren jüdischen Mitbürgerinnen ergangen ist, leider das Leben genommen. Eine große Frau, die auch mit Edvard Munch verkehrte, mit Stefan George, die sich immer für andere eingesetzt hat, musste also auf diese traurige Weise aus dem Leben gehen. Ich habe jetzt noch ein Bild, Moment, das ich euch zeigen wollte aus einer späteren Zeit. Hier ein Blumenstrauß und eins der letzten Bilder, die sie gemalt hat, Alma Del Banco, ist dieses hier.
Und sie hat, als sie mit 80 Jahren den Bescheid bekommen hat, 1944, dass sie deportiert werden würde, sich mit Valium oder Morphium, ich weiß es nicht ganz genau, auch das Leben genommen. Sie hatte eine sehr schwere Zeit davor, sie hatte eine schwere Lungenentzündung, sie hatte dadurch, dass 1933 alle Künstlerinnen jüdischer Herkunft keine Möglichkeiten mehr gefunden hatten aufgrund der Nürnberger Rassengesetze, die überall ausgegrenzt und ausgeschlossen wurden, weshalb sich übrigens die Hamburger Sezession selbst aufgelöst hat, um eben nicht ihre Kolleginnen ausschließen zu müssen, keine Möglichkeiten mehr, Kunst zu zeigen. Sie hatte dann noch ein paar kleinere Aufträge und konnte sich über Wasser halten, hatte aber irgendwie auch nicht die Kraft, jetzt auszuwandern, blieb in Hamburg, wohnte bei Verwandten. Und leider hat sie dann eben irgendwann die Konsequenz gezogen. Also sie war in hohem Alter und wollte sich das nicht mehr antun, deportiert zu werden. Ja, ich erinnere also heute und gestern an Alma Del Banco. Ich finde, sie ist eine Entdeckung wert und ich hoffe, es gibt bald wieder ein neues Buch über sie. Bis dann, alles Gute und tschüss.